Fast 400 Millionen Menschen haben bereits Panikattacken oder Angstzustände erlebt. Und das Traurige ist, jedes Jahr erhöht sich die Anzahl der Betroffenen. In diesem Video wirst du lernen, wie du mit ätherischen Ölen deine Angstzustände und Panikattacken besser in den Griff bekommen kannst. Der größte Teil der Betroffenen sind oder ist die Altersgruppe der 18-Jährigen bis zu den 25-Jährigen. In dieser Altersgruppe zum Beispiel sind es durchaus alle Informationen, die wir in dieser schnelllebigen Zeit über Social Media bekommen, die Zukunftsängste bei jungen Menschen auslösen können. Aber es ist nicht nur das, was Angst und Panik erzeugt. Alles kann eine Panikattacke erzeugen. Alles kann eine Angst auslösen. Ängste sind so vielfältig wie die Menschen auf dieser Welt. Und daher ist es so schwer, einfach genau dieses Thema der Angst einzugrenzen auf eine bestimmte Thematik. Aber Fakt ist, dass Angstzustände und Panikattacken extrem im Kopf zu Hause sind. Wenn du ins Hier und Jetzt gehst, das, was du gerade machst und tust und was du spürst, das ist der Schlüssel, wie du aus Angstzuständen und Panikattacken aussteigen kannst. Und dadurch ist eine der wichtigsten Schlüssel, das Hier und Jetzt in das richtige Leben einzutauchen und rauszugehen aus den Gedanken, die dir die Angst ermöglichen. Die Zustände, die du hast, wenn du in die Angst kommst oder dann, wenn es noch ärger ist, in die Panikattacke kommst, die sind auch vielfältig. Du fängst zu zittern an, zu stottern an, du hast Bauchschmerzen, vielleicht bist du innerhalb einer Sekunde komplett nass vor Schwitzen und du beginnst zu zittern und dergleichen. Also Angst ist durchaus ein Zustand, der extrem unangenehm ist und der dich einfach wirklich den Moment nicht mehr erleben lässt, sondern du in deiner Angst im Kopf richtig gefangen bist. Es gibt ätherische Öle, und zu denen möchte ich jetzt gleich kommen, die dich einfach abholen, wo du die Möglichkeit hast, den Ausstieg zu bekommen. Und eines der ersten Öle, die ich hier erwähnen will, ist das Neroliöl. Denn Neroliöl, der Duft von Neroli, ist so speziell, dass dich dieser Duft, oder besser gesagt, dass der Duft deine ganze Aufmerksamkeit braucht. Und wenn du mit deiner Aufmerksamkeit auf diesen Duft gerichtet bist, hat dein Kopf keine Chance mehr, in der Angst zu verweilen. Weitere Öle, die dich sehr gut unterstützen, sind alle Baumöle. Das sind die Öle, die einfach extrem stark verwurzelt sind. Dazu zählen alle Nadelhölzer, also Fichten, Tannen, aber auch alle harzigen Hölzer, wie zum Beispiel das Weihrauchöl. Denn die Erdung unterstützt das Verlassen deiner Kopfenergie. Denn jetzt, wenn die Aufmerksamkeit und die Energie in die Erde gerichtet ist, in die Vererdung gerichtet ist, hast du leichter die Möglichkeit, aus deinen Angstdenken auszusteigen. Das nächste ätherische Öl, welches in diese Ebene hineinschlägt, ist das Rosenöl. Rosenöl ist auch von seinem Duft so wertvoll, denn es bringt dich in deine Herzensebene und vor allem weg von deinen Angstdenken. Es gibt dann noch weitere Öle, die sehr, sehr wertvoll sind. Basilikumöl ist zum Beispiel eines der ätherischen Öle, welches Stress reduziert, Angst reduziert und dir hilft, einfach einen Ausstieg aus deinem momentanen Zustand zu ermöglichen. Und dann gibt es noch drei weitere Öle. Eines der Öle ist das Kamillenöl. Dann haben wir den Muskatellersalbe und das Geraniumöl. Kamille hilft dir ebenfalls, einfach eine innere Ruhe zu erlangen. Dadurch ist es eine gute Unterstützung, wenn du dir eine Mischung machen solltest, dass du auf jeden Fall auch den einen oder anderen Tropfen Kamille in dieser Mischung drinnen hast. Der Muskatellersalbe, der wirkt jetzt nicht nur stressreduzierend, sondern er gibt dir auch die Möglichkeit, dass du aus einer bestehenden Panikattacke aussteigen kannst. Sehr ähnlich und extrem empfehlenswert ist auch das Pfefferminzöl, welches eine ähnliche Wirkung hat, denn Pfefferminzöl ist ein starker Duft. Wenn du Pfefferminzöl direkt mit der Nase riechst, aus deiner Hand heraus riechst, ist es ein intensives Erlebnis.
Und wenn du es dir auf die Brust auftragst, dann hilft Pfefferminzöl dir auch, dass du dieses Entkrampfende, welches du ja brauchst, bei einer Panikattacke bist du extrem verkrampft, dass du eben diese entkrampfende Wirkung erfährst. Daher empfehle ich dir, trag dir großflächig Pfefferminzöl auf den Brustkorb auf und inhaliere es aus deiner Hand. Und so hast du einen wunderbaren Ausstiegsgrund oder eine Ausstiegsmöglichkeit aus deiner Angstattacke oder aus deiner Panikattacke. Und ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch das Geraniumöl erwähnen. Denn das Geraniumöl hat auch die Eigenschaften, die dir helfen, einfach Stress zu reduzieren und Angstzustände zu minimieren. Aber was Geranium ganz speziell ausmacht, ist der Umstand, dass es dir hilft, bei einer stressbedingten Erschöpfung wieder in die Gänge zu kommen. Und passend zu unserem heutigen Thema blenden wir dir jetzt ein Video ein.